Alissa und Franziska auf dem Weg durch den botanischen Garten. Sie sollen Farne schneiden und bewässern. Wenige Stunden zuvor. Herr Habichhorst auf dem Weg zu seinen Auszubildenden Alissa und Franziska. Sie machen im Botanischen Garten eine Ausbildung zur Gärtnerin. Herr Habichhorst hat eine neue Aufgabe für die beiden. Ein Wissenschaftler aus dem Fachbereich Biologie benötigt für seine Forschung das winzige Fragment einer Seerose. Alissa steigt in den Tümpel und macht sich an die Arbeit. Die Wissenschaftler der Uni bei wichtigen Experimenten zu unterstützen, ist ein wichtiger Ausbildungsinhalt im Botanischen Garten der Universität Osnabrück. Alissa hätte das nicht gedacht. Ich war erstaunt, dass die Uni überhaupt ausbildet. Ich wusste wohl, dass man hier studieren kann, aber dass sie eine Lehre als Gärtnerin anbietet, hätte ich niemals gedacht. An einer Universität stehen Forschung und Lehre im Mittelpunkt. Die Auszubildenden erfahren hier also viel Theoretisches über die Pflanzenwelt. Und so sieht es übrigens aus, wenn ein Wissenschaftler eine Seerose für seine Forschung braucht. Das Besondere an der Ausbildung hier im Botanischen Garten ist, dass wir eine sehr große Pflanzenvielfalt haben und die Auszubildenden von der Seite auch sehr viele Pflanzen kennenlernen, die im normalen Gartenbaubetrieb nicht vorrätig sind. Der Botanische Garten. Mit über 8 Hektar Geländefläche ist er der größte Teil der Universität. 8 Gewächshäuser und ein Tropenhaus gibt es hier, in denen auch Pflanzen aus sehr warmen Regionen untergebracht sind. Für die Ausbildung wird mindestens ein Hauptschulabschluss benötigt. Bei guter Leistung kann die Ausbildung auf 2 Jahre verkürzt werden. Einmal in der Woche gehen die beiden in die Berufsschule. Um sich weiterzubilden, machen Alissa und Franziska in ihrer Ausbildung mehrere Praktika. Das Besondere? Der Botanische Garten wurde von der Initiative Top-Ausbildung Gartenbau für seine sehr gute Ausbildung ausgezeichnet. Teamwork ist auf jeden Fall sehr wichtig. Man muss sich immer mit seinen Kollegen absprechen, sei es bei den Gießarbeiten oder irgendwelchen Pflanzenschutzmaßnahmen. Eine gute Auffassungsgabe, insbesondere aber auch eine Wahrnehmung für Umwelt und Gegebenheiten, die auf die Pflanzen wirken, um so auch zu erkennen und entscheiden zu können, was gerade notwendig ist, um das Gedeihen der Pflanzen zu gewährleisten. Die Farne müssen geschnitten und bewässert werden. Unterwegs sind Franziska und Alissa hierfür mit einem E-Mobil. Einige Blätter sind ganz vertrocknet. Schnell müssen sie weggeschnitten werden, da hier häufig Besucher vorbeikommen. Während Alissa schneidet, bereitet Franziska die Bewässerung vor. Doch es gibt ein Problem. Beide sind jetzt auf sich allein gestellt. Auch das ist wichtig für die Ausbildung. Das passt niemals. Probier mal einmal die anderen Dinge aus. Selbstständiges Arbeiten wird auch groß geschrieben, um eigene Verantwortung zu übernehmen, zu sehen, was man gelernt hat, was man kann, wo man steht. Auch um die Kollegen zu entlasten und das Arbeitsklima und das alles zu fördern. Es ist einfach so, dass erwartet wird von einem Gärtner, dass anschließend auch die Pflanzen und die Kulturen eigenständig ohne eben Fremdhilfe kultivieren und pflegen kann. Egal ob an der frischen Luft oder im Gewächshaus, der Botanische Garten der Universität Osnabrück vermittelt seinen Auszubildenden einen bewussten Umgang mit der Umwelt. Franziska und Alissa jedenfalls gefällt ihre Ausbildung. Meine Ausbildung gefällt mir als allererstes und als Hauptgrund die Artenvielfalt der Pflanzen, die wir hier im Botanischen Garten haben. Das gute Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen. Man sieht viel, man kriegt viel mit, man lernt viel, viele verschiedene Aufgaben.